Ich bin wieder da. Ich bin endlich da und finde endlich etwas Zeit, diesen verdammten Geburtsbericht zu machen. Aber vorerst, oh mein Gott, tausend Dank für 1000 Subscriber. Yay! Vielen Dank. Es hat mich echt total gefreut. Das war so ein bisschen so ein kleiner Wunsch von mir, so ja, bis zum Ende des Jahres so die 1000 zu knacken. So, jetzt wird aber nicht lange um den heißen Brei herumgeredet. Kommen wir zu meinem Geburtsbericht. Am Montag, den 16.12. ging es für mich ins Krankenhaus. Ich sollte um 2 Uhr da sein und ich wurde dort ja einmal komplett durchgecheckt. Wir waren ein bisschen überrascht, denn mir wurde direkt ein Zimmer zugeteilt. Ich dachte irgendwie, das könnte man sich aussuchen, aber scheinbar, ja, für Leute mit Kaiserschnitt wurde man gleich auf ein bestimmtes Stockwerk verfrachtet. Apropos, für einige Neuabonnenten, die nichts von meinem vorherigen Schwangerschaftsdasein wussten, der Grund, weshalb bei mir ein Kaiserschnitt gemacht werden sollte, war ganz einfach der Fall einer Plazenta Previa. Und zwar war bei mir der Fall, dass die Plazenta ziemlich weit runtergerutscht war, so dass sie den Ausgang für das Baby leider versperrt hatte und es auf natürlichem Wege nicht hätte rauskommen können. So, also wir kamen an, haben erstmal alles ja abchecken lassen, haben alles angeschaut, dann ist mein Mann nach Hause gefahren. Für mich gab es dann Abendessen und ich habe abends so eine Art Beruhigungstabletten bekommen. Ich habe da super geschlafen. Ich hatte irgendwie Angst, ich könnte überhaupt nicht einpennen, aber ich habe geschlafen wie ein Stein. Am Morgen, den 17., bin ich dann um 4 Uhr aufgewacht. Ich weiß nicht, warum, ob es die Nervosität war, aber ich war eigentlich relativ entspannt. Hab dann erstmal meine Haare geglättet. Dann wurde mir ein Venenzugang gelegt an der rechten Hand. Dann sollte ich Kompressionsstrümpfe anziehen. Die waren ganz, ganz wichtig. Und dann ging es schon los. Das Blöde war, dass mein Mann die ganze Zeit draußen warten musste. Also sprich, ich wurde in den Operationstrakt geführt und da war dann halt so eine Tür, wo wir uns dann halt verabschieden mussten. Und ja, ich musste von da aus dann alleine mit einer Krankenschwester weitergehen zum Operationssaal. Auf dem Weg wurde ich gefragt, ob ich eine CD dabei hätte. Also man konnte sich quasi so seine eigene CD für die Operation mitbringen. Ich hatte nichts dergleichen. Dann wurde ich halt gefragt, was ich denn so gerne höre. Habe erwidert, dass ich Hoshinogen wahnsinnig gerne mag. Tatsache, sie hatten sogar eine CD da und die lief auch tatsächlich während der Operation die ganze Zeit. Verdammt cool. Für mich war das die allererste Operation in meinem ganzen Leben. Das war total interessant. Es waren so viele Leute da. Also ich war total baff. Es waren, glaube ich, 3 Hebammen an meinem Kopfende, dann glaube ich 4 Ärzte an meinem Bauch. Dann waren vor allem noch Austauschstudenten auch noch dabei. Einer sogar aus Österreich, der gute Daniel. Den hatte ich am Abend davor kennengelernt. Ich wurde per Ultraschall untersucht, leider untenrum. Also sprich, als die ganzen Studenten reinkamen, lag ich da von wegen, tada, Bühne frei. Und der Daniel war aber so korrekt, der kam dann zu mir ans Kopfende und hat dann so gesagt, grüß Gott. Und ich habe auch nur gesagt, yo, hi. Ist ja mal nett, sich irgendwie so kennenzulernen. Das hat aber wahnsinnig geholfen, weil wir die ganze Zeit auf Deutsch gesprochen haben. Und das hat mich wahnsinnig beruhigt. Das war sehr, sehr toll. Und er wollte halt dann auch bei der OP dabei sein, was dann auch geklappt hatte. Im Operationssaal angekommen, musste ich mich hinlegen. Also ich lag da wie so ein Jesus auf dem Kruzifix, also sprich so auf dem Rücken. Und auf der anderen Seite wurde mir dann auch nochmal ein Venenzugang gelegt. Dann ging es an die Spinalanästhesie. Ich hatte vorher immer gehört, man müsste sich irgendwie hinsetzen und dann so den Rücken krümmen, aber ich konnte das tatsächlich im Liegen machen. Also ich lag quasi auf der rechten Seite und lag dann halt so gekrümmt wie möglich. Ja, dann wurde halt die PDA gelegt und ich muss ehrlich sagen, ich hatte vorher ziemliche Angst davor, aber sie war aushaltbar. Also ich fand das jetzt nicht so tragisch, ehrlich gesagt. Es waren 2 Stiche in den Rücken. Der erste war in Ordnung, der zweite hat ein bisschen wehgetan, der musste neu gesetzt werden dann nochmal. Also da habe ich schon so ein bisschen gezuckt. Also das war schon nicht schön. Dieses Gefühl einfach, du merkst, es kommt einfach diese Nadel in den Rücken und dann spürst du so eine Art Druck im Rückenmark. Nicht so unangenehm, wie ich dachte, aber es ist schon merkwürdig. Ja, und dann nach einer Zeit wird dann halt wirklich dein ganzer Körper unterhalb den Rippen wirklich komplett taub. Also es hat sich irre angefühlt. Ich habe es so verglichen, wie als würde man irgendwie in Wasser wabern. Dann kamen halt die Krankenschwestern mit so kalten Tüchern und haben halt erstmal hier so getupft und haben gefragt, ob es kalt ist. Und ich habe gesagt, ja. Dann haben sie unten getupft.
es ist kalt. Ich so, nee, nicht so. Also es waren so kleine Verpackungen. Dann haben sie mit der Ecke mich so ein bisschen gepiekst und das halt untenrum auch. Und als ich gesagt habe, nee, ich spüre nichts, dann, ja, dann ging es los. Mein geliebter Hoshinogen lief die ganze Zeit. Man hat halt immer so ein bisschen so ein Ruckeln im Bauch gespürt. Man hat überhaupt nichts von dem Schnitt oder so gespürt. Es war ganz eigenartig. Also ich konnte oben an der Lampe ein bisschen in der Spiegelung was sehen. Es hat mich schon irgendwie interessiert, was sie da so machen. Ich konnte es halt nicht genau erkennen, weil ich hatte halt meine Brille nicht auf und ich bin kurzsichtig, deswegen konnte ich leider nicht ganz genau sehen, was sie da gemacht haben. Dann, was ein bisschen unangenehm war, dann haben sie plötzlich gegen meinen Bauch gedrückt. Es hat nicht wehgetan, aber es war halt schon irgendwie so ein bisschen unangenehm. Aber alles noch absolut im Rahmen, also man konnte es noch gut aushalten. Ja, und dann hat eine Krankenschwester oder Hebamme plötzlich gesagt, dass sie das Köpfchen sieht und ich war total so, oh mein Gott. Und im nächsten Moment habe ich die Kleine dann schreien gehört und die wurde dann halt hochgehoben und ich habe sie gesehen, mir wurde die Brille aufgesetzt und ich habe sie leider nicht auf die Brust bekommen. Ich habe halt gesehen, wie sie zu einem Tisch gebracht wurde mit so einer Wärmelampe und sie hatte ganz krasse Probleme zu atmen und hat so einen Schlauch in den Mund bekommen, damit sie, ja, damit das Wasser halt aus der Lunge kommt und oh, das hat mir so weh getan. Ich habe angefangen zu heulen. Ich habe nur meine Hand irgendwie ausgestreckt und wollte sie anfassen und ich konnte nicht und das war so, ich war total alle irgendwie. Dann haben sie sie mir ans Gesicht gebracht, dass ich sie mit der Hand so ein bisschen so ganz schwach streicheln konnte. Und dann wurde sie leider schon weggebracht. Dann kam Daniel und hat mich ein bisschen beruhigt und hat gesagt, das ist alles okay, ich soll mir keine Sorgen machen, weil natürlich, ich war in dem Moment total so, oh mein Gott, man hat eigentlich so diese perfekte Vorstellung, dass der Mann eigentlich auch noch am Kopfende sitzt und man kriegt das Baby auf die Brust und dann spürt es halt die Mama gleich, aber sie wurde halt weggebracht und das war ganz, ganz arg irgendwie. Danach kam ich direkt in einen Aufwachraum. Die Operation an sich hat ungefähr eine Stunde gedauert, also es ging relativ flott so gesehen. Und dann hinterher kam ich auf mein Zimmer, wo halt Ken auf mich gewartet hatte. Ich habe irgendwie gedacht, er hätte das Baby schon irgendwie gesehen gehabt, zwischenzeitlich, aber gar nichts, überhaupt nicht. Er wusste überhaupt nicht, was los war, er wurde überhaupt nicht informiert. Er war total, ja, was ist denn jetzt, wo ist die Kleine? Dann bekam ich so Beinpumpen dran, die sich angefühlt haben wie Massagestühle irgendwie. Das sollte so ein bisschen die Durchblutung anregen. Und dann wurde mir im Anschluss darauf die 400 Milliliter Blut, die ich im Falle eines alles gespendet hatte an mich selbst. Die habe ich wieder zurückbekommen. Dann, ja, ging so ein Prozedere los. Alle 2 Stunden wurde halt, ja, die Milch an meinen Brüsten gecheckt, ob ich halt Milch geben kann. Es wurde ständig gedrückt. Es hat wahnsinnig wehgetan, muss ich sagen. Dann wurden die Katheter überprüft. Dann habe ich so einen Beutel irgendwie um den Hals bekommen mit so einem Schmerzmittel. Das war so ein Schalter, den ich alle 30 Minuten lang betätigen konnte. Also danach habe ich dann noch irgendwie was zu essen bekommen, aber hinterher, ja, kein Abendbrot. Die Nacht war sehr, sehr, sehr hart irgendwie. Also ich habe kaum geschlafen, weil halt immer irgendwas gecheckt wurde. Immer kamen sie in mein Zimmer rein und haben alles überprüft. Am nächsten Tag war Ken auch wieder im Krankenhaus. Er hätte eigentlich arbeiten müssen. Sie hätten ihn eigentlich auch nach Osaka geschickt zu einem Business-Trip, aber er ist nicht gegangen. Seine Mutter war dann halt auch da am nächsten Tag und die beiden wollten die Kleine halt besuchen. Mittlerweile war die Kleine aber leider auf der Intensivstation gelandet und als ich das gehört habe, war ich total, boah, ich war total fertig irgendwie. Ich wollte sie so gerne sehen, aber ich konnte so schwer aufstehen. Also ich musste quasi mit einem Rollstuhl runtergefahren werden in die andere Etage zur Intensivstation. Dann habe ich sie da halt gesehen. Sie hatte halt so ein ja, so ein Plastikcover übers Gesicht und ich konnte sie nicht anfassen. Ich konnte nur das Beinchen ein bisschen berühren und das hat mich so fertig gemacht einfach. Soweit ich weiß, also soweit ich informiert wurde, hatte sie wohl scheinbar irgendwie ein Loch in der Lunge und ja, das war halt noch nicht so richtig zugewachsen und deswegen hatte sie sehr, sehr starke Probleme mit dem Atmen. Nee, also ich habe sie da, wie gesagt, dann gesehen. Ich habe so geflennt dort und dann hat sich mein Zustand gesundheitlich total verschlechtert. Also mir ging es so schlecht plötzlich. Ich habe solche Schmerzen gehabt. Ich habe dann gar kein Essen mehr bekommen und wurde geröntgt. Dann wurde ganz klar gesagt, dass ich einen Darmverschluss habe. Mein Magen hat komplett aufgehört zu arbeiten. Ich habe so einen aufgeblähten Bauch gehabt.
gehabt. Vor allem, ich hatte erstmal gedacht, das wäre noch irgendwie von der Schwangerschaft gewesen oder so, aber der Bauch war komplett aufgebläht, wie als wäre ich im 5. oder 6. Monat. Es hat halt übelst geschmerzt. Da war der Kaiserschnitt überhaupt nichts und auch die Narbe, die hat überhaupt nicht wehgetan. Aber diese Schmerzen im Bauch, das war halt wirklich richtig übel. Ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nicht auf die Toilette. Ich musste wie eine alte Oma in so ein Becken machen im Bett. Also ich habe mich so gedemütigt gefühlt. Ja, der Katheter, der wurde eigentlich entfernt, aber da ich irgendwie überhaupt nichts machen konnte, da mein ganzer unterer Körper einfach wie tot war, musste der Katheter auch nochmal eingeführt werden und es hat übelst wehgetan. Das war sehr unschön. Ich habe immer wieder auch nach Schmerzmitteln gefragt, weil es einfach überhaupt nicht auszuhalten war. Deswegen, auch wenn ich jetzt so zurückdenke, der Kaiserschnitt, den würde ich sofort machen. Gerne wieder. Der war total entspannt. Aber dieser Darmverschluss, also nein, furchtbar. Und das war ja noch nicht mal das Schlimmste. Wie gesagt, es wurde nicht besser und dann musste halt eine andere Methode her, um irgendwie diesen Druck im Magen loszuwerden. Deswegen habe ich eine, wie heißt das Ding, eine nasale Sonde bekommen. Also quasi mir wurde ein Schlauch durch die Nase eingeführt. Und ich muss sagen, das war im Krankenhaus jetzt das Allerschlimmste, was ich jemals erlebt habe. Ich hatte 3 Leute um mich rum, 2 Ärzte und halt eine Krankenschwester, die sich ja hinterher als eine meiner besten Freundinnen herausstellen sollte. Ich habe diese Krankenschwester so geliebt. Oh Gott, sie war so toll. Wie dem auch sei, sie haben halt versucht, diesen Scheißschlauch ja, bis zu meiner Leber zu kriegen, was halt erstmal überhaupt nicht funktioniert hat, weil dieser Schlauch erstmal wieder am Mund rauskam. Es war so widerlich. Dann wieder raus. Ich habe schon übelst geheult, dann wieder rein mit dem Schlauch und ich muss sagen, das letzte Mal, als ich mich übergeben habe, das war, als ich irgendwie 22, 23 war, also das ist jetzt auch bestimmt schon 10 Jahre her und ich habe mir echt buchstäblich die Seele aus dem Leib gekotzt. Also es war das widerlichste Gefühl überhaupt und dann wurde es halt festgeklebt und immer beim Schlucken habe ich halt dieses Plastik in meinem Hals gespürt. Es hat hier auch vor allem so wahnsinnig wehgetan immer. Ich hatte halt den übelsten Partnerlook mit der Kleinen. Sie hatte halt auch überall Beatmungsgeräte und Plastik und Schläuche und alles dran und Infusionen und ja, wir waren schon wirklich irgendwie ein bisschen gestraft. Wir hatten echt Pech leider. Die nächsten Tage waren irgendwie, ja, so ein Hinvegetieren. Ich konnte nicht immer zu ihr. Ich wurde immer im Rollstuhl hin und her gefahren, weil ich nicht laufen konnte. Ich habe langsam versucht, mehr zu laufen. Natürlich auch durch diese Operation. Man ist automatisch wie eine Oma gelaufen. Man war total gekrümmt irgendwie. Aber es fiel so schwer, sich einfach zu bewegen oder auch sich einfach nur im Bett zu drehen. Also man war total wie so ein Invalide irgendwie. Ich hatte zum Glück immer meine Lieblingskrankenschwester an der Seite. Sie hat mir so viel geholfen. Die hat mich so gestützt immer und die hat alles gemacht. Und wenn ich sage, sie hat alles gemacht, dann hat sie, glaub mir, wirklich alles gemacht. Ich hatte vor allem dieses Gefühl, ich wollte so gerne unter die Dusche. Man hat sich einfach widerlich gefühlt, man hat gestunken. Und ich habe gewartet, jeden verdammten Tag, dass sie sagen, dass sie den Schlauch endlich rausnehmen. Und dann wurde jeden Tag geröntgt. Dann hieß es, das Röntgenbild ist immer noch nicht gut. Es sieht immer noch nicht besser aus. Die Röhre muss noch länger drin bleiben. Also ich bin da wirklich verzweifelt. Und eigentlich hatte ich ja so einen festen Schedule. Also es war eigentlich geplant, dass ich auch an diesen Elternvorbereitungssachen teilnehme, die allerdings so aussahen, dass man eigentlich sich nur in den Aufenthaltsraum setzt und eine DVD schaut. Ich hatte zum Glück dann die bessere Variante erwischt und dadurch, dass ich ständig auf der Intensivstation war, habe ich sie halt auch langsam auf dem Arm halten können. Das wurde mir halt direkt gezeigt, wie ich sie fütter, wie ich sie wickel, auch das Baden, das habe ich alles auf der Intensivstation gelernt. Dann wurde auch endlich wurden diese Nadeln oder was ich da in dem Rückenmark hatte, auch entfernt. Mein Highlight war halt absolut, als diese blöde Röhre endlich rauskam. Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich war, als dieses schreckliche, verdammte Ding endlich draußen war. Es war so widerlich einfach, weil man halt ständig in diesem Röhrending hing und mit diesem Teil rumlaufen musste, in dem sich halt von der Leber halt diese ganze Flüssigkeit gesammelt hatte, die aussah wie ein grüner Veggie-Smoothie. War halt echt eklig. Mittlerweile war es bei ihr auch endlich so weit, dass das Plastikteil auch endlich weg war und man sie auch endlich wirklich streicheln konnte und anfassen. Mittendrin musste ich dann plötzlich das Zimmer wechseln, warum auch immer. Ich wurde dann halt in ein anderes Zimmer gebracht, was auch relativ groß war. Ja, da blieb ich dann. Also ich hatte ja eigentlich gehofft gehabt,
beziehungsweise eigentlich war ja der Plan, dass wir an Weihnachten nach Hause können. Allerdings ja, war unser gesundheitlicher Zustand so schlecht, dass wir dann doch irgendwie länger bleiben mussten. Also es hat leider echt nicht hingehauen. Das war sehr, sehr, sehr schade. Das war halt leider auch wieder so problematisch. Ich hätte gerne irgendwie so ein festes Datum gehabt, wann wir denn raus könnten, aber es war ständig immer dieses, ja, man muss schauen, man weiß noch nicht, man kann es noch nicht sagen. Und es war immer diese Ungewissheit und man wusste nie, ja, was ist denn jetzt eigentlich Sache? Das war so ein bisschen anstrengend, das muss ich schon ehrlich zugeben. So, es blendet nicht mehr hier unten. Ja, wie gesagt, also Dusche, ich war wieder wie neugeboren. Nur das Essen hat leider ein bisschen auf die Stimmung gedrückt irgendwie. Es war natürlich erstmal flüssiges Essen. Naja gut, man musste den Magen halt so langsam wieder an die Nahrung gewöhnen und es hat wirklich Tage gedauert, bis ich wieder einigermaßen normal essen konnte. Also für alle Nicht-Moms, die es nicht wissen, ich muss alle 3 Stunden Milch abpumpen, was echt kein Problem ist. Und da seht ihr auch schon eine der Flaschen. Ich weiß nicht, was los ist. Habe bisher echt Glück gehabt mit den Hebammen. Die sind alle super lieb, noch die Krankenschwestern. Ich kann die eh nicht auseinanderhalten. Aber ich weiß nicht, was heute los ist. Seit dem Schichtwechsel bin ich ständig dabei und frage, kann ich bitte eine Flasche haben? Denn eigentlich war es immer so. Ich habe einen Beutel bekommen mit den Flaschen drin, wo ich dann halt die Milch reinfüllen kann. Und heute jedes Mal habe ich gefragt, kann ich eine haben? Kann ich eine haben? Dann sind sie raus und haben es dann wieder vergessen. Und wie gesagt, also ich war jetzt auch duschen, habe jetzt auch noch keinen Föhn. Ich weiß echt nicht, also heute ist der Wurm drin. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt zum 15. Mal gefragt und ich habe jetzt erstmal Vorrat. Gut, und ja, das Ding hat irgendwie auch durchgesifft beim Duschen. Hoffentlich nicht mehr lange. Und das Schlimme war ja, ich hatte trotzdem so einen starken Hunger. Ich wollte so gerne irgendein Steak essen oder irgendwas, aber ich durfte halt nicht. Je besser es mir ging, desto ja, länger habe ich halt auch immer auf der Intensivstation verbracht und war halt immer bei der Kleinen und hatte teilweise auch mal echt nette Gespräche mit den Hebammen, die dort waren. Das ist irre, was die da für eine Arbeit leisten. Also ich hatte ganz, ganz krassen Respekt vor denen. Und was dann auch ganz süß war, die haben dann halt auch so weit gedacht, dass sie, also wenn sie mal so Unterlagen hatten, dass sie mir auch auf Englisch gegeben haben. Das war echt nett. Ich muss eh sagen, also meine Zeit dort im Krankenhaus war total das japanische Drill-Camp. Ich habe da so viel gezwungenermaßen quatschen müssen und es war halt echt immer nicht einfach. Also es ging größtenteils. Ich habe immer mehr verstanden, als ich selber sagen konnte, aber also es hat gereicht, um da ja, zu überleben einigermaßen. Wie gesagt, also die Hebammen und die Krankenschwestern, die waren mein absolutes Highlight. Was ein bisschen schade war, war halt, dass die anderen Mütter, die halt da waren, so überhaupt nicht mit einem geredet haben. Dann ging es endlich langsam besser und besser und sie kam endlich in ein anderes normales Bettchen und wurde vor allem von der Intensivstation in einen anderen Bereich verfrachtet und komplett weg von den ganzen Schläuchen und Kabeln. Und okay, sie hatte halt noch ein paar Kabel wegen dem Herzschlag noch am Fuß, aber das meiste war weg und es tat so gut zu sehen, wie viel besser es ihr ging. Ja, dann wurden die Tage auch etwas ruhiger und ich konnte immer mehr machen, auch mit der Kleinen. Und mein Mann hat die Kleine gehalten und ja, wir haben halt irgendwie auch beim Baden das zusammen irgendwie gemacht mit ihr und das irgendwie hingekriegt. Skelette Moskau. Und oh, das war so toll, diese Momente einfach, das hat so gut getan. Das hat einen so gestärkt einfach nach diesem gesundheitlichen Rückfall. Hi. 夕食終わりました. あ、終わりました. ありがとうございます. お待ちください. Tschüss, Bett. Ja, wie gesagt, dann ist die Kleine umgezogen und ich bin auch nochmal umgezogen. Sagen wir mal so, ich habe es das Kriegslazarett in Vietnam genannt. Ich konnte mir diesmal ein Zimmer aussuchen und ich dachte mir, okay, wenn ich schon länger bleibe, kann ich ja auch die günstigste Variante nehmen und mit 5 anderen Weibern dann in einem Zimmer schlafen. Es war schrecklich. Es war kalt. Es waren alle Weiber gemischt. Neben mir war eine, die ganze Zeit geschnarcht hat. Sie hat gerülpst während dem Essen. Sie hat laut geschmatzt. Sie war scheinbar auch schon irgendwie eine, die entbunden hatte. Andere waren irgendwie immer noch schwanger.
Man musste ständig mit der Pumpe irgendwie rumhantieren und sie sich gegenseitig zuschieben irgendwie. Man wusste nie, wann pumpt jetzt der eine, wann pumpt der andere. Dann war die Pumpe plötzlich weg. Deswegen denke ich mir, also wenn ich mal noch irgendwie ein Kind haben sollte, etwas, was in die Kliniktasche kommt, eine eigene Pumpe. Denn es hat so genervt, dort ständig hinter allem her zu sein, zigmal zu fragen, dass man die Gläser bekommt, die Pumpe. Also es hat so viel Zeit gekostet und währenddessen hat mein Kind halt da unten in der anderen Etage geweint und ich konnte nicht hin. Das hat mich übelst fuchsig gemacht. Ja, das war tatsächlich an Weihnachten mit diesem schrecklichen Zimmer. Also es war so quasi mein Weihnachtsgeschenk und ich war so am Arsch. Ich habe mir gedacht, boah, ich heul die ganze Nacht durch, aber ich war viel zu müde irgendwie, um das zu tun. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so wenig Zeit wie möglich in diesem Gammelzimmer verbracht. Ich bin immer auf die Intensiv, bin immer zu der Kleinen geflüchtet und habe da so viel Zeit wie möglich auch irgendwie verbracht, soweit es ging. Dann der Tag nach Weihnachten. Es sollte geröntgt werden, mal wieder. Ich hatte keine Ahnung wann und überhaupt und ja, Informationsquelle gleich null. Also ich musste ständig alles nachfragen und hinterherrennen. Ich dachte mir, wow, wo bin ich hier? Leute, ich will wieder zurück in meine andere Etage, die war viel besser. Und wo ist meine tolle Krankenschwester hin? Ja, an dem Tag, wenn ich mich recht entsinne, habe ich sogar auch das erste Mal gestillt. Und ich hatte erstmal echt Bedenken, ob das überhaupt klappt. Aber es hat so gut funktioniert und ich war so dankbar dafür. Ich war so happy, dass das alles echt ohne Probleme ging. Und ich dachte mir, okay, wir sind langsam ready, um hier aus dem Knast auszubrechen. Ich muss auch sagen, erstmal die Zeit ging ganz normal. Hinterher hatte sich alles so in die Länge gezogen und ich wollte nur noch raus. Ich wollte nur noch nach Hause. Dann habe ich auch endlich wieder ein bisschen normaleres Essen bekommen. Es gab Curry und ich hatte danach immer noch so einen großen Hunger. Ich bin ehrlich, ich bin danach einfach zum Hospital Lawson gegangen, habe mir dann einfach nochmal was Kleines Süßes geholt, weil der Hunger war da, aber das Essen nicht. Und dann war der Moment überhaupt. Ich saß im Zimmer, habe halt gewartet, dass ich wieder zu der Kleinen konnte und plötzlich höre ich eine sehr bekannte Stimme. Und wer war es? Meine Lieblingskrankenschwester. Und das war so niedlich. Sie kam halt extra, weil sie mich vermisst hatte. Und wir haben ganz lange geredet und ich habe gesagt, dass mir diese Etage hier überhaupt nicht gefällt und dass ich sie so vermisse. Und oh, die ist so ein Herzchen gewesen. Die war zuckersüß einfach und ich habe mich tierisch gefreut, dass sie nochmal kam. Und das andere Highlight war, dass der Doktor hinterher kam mit den Ergebnissen des aktuellen Röntgenbildes und mein Magen war endlich wieder in Ordnung. Danach stand für die Kleine halt noch einen Augentest an. Ich dachte mir, oh ja, okay, ich bin einfach mal dabei und schaue mir das Ganze mal an. Also es wurde halt hinter einer Wand gemacht. Boah, und dieser Test war so furchtbar. Es wurde halt, glaube ich, irgendwas in ihr Auge geträufelt. Dann wurde es so aufgemacht, krampfhaft. Und die Kleine hat so geschrien. Und ich habe instant angefangen, so zu heulen, dass die ganzen Krankenschwestern kamen und mir Taschentücher gebracht haben und mich gestreichelt haben. Ein paar Minuten länger geschrien und ich hätte die Ärzte so weggeschubst auf brutalste Art und Weise und hätte die Kleine einfach nur in meinem Arm gehabt. Dass man so einen krassen Mama-Beschützer-Mutter-Instinkt haben könnte. Also ich hätte das von mir irgendwie nie gedacht. Aber dieser grausame Test, der verlief Gott sei Dank gut und ihre Augen waren in Ordnung und der Rest auch. Und wir bekamen endlich die Bestätigung, dass wir raus können. Und zwar beide am gleichen Tag. Tja, und jetzt sind wir zu Hause seit ein paar Tagen und sind eine kleine, fröhliche Familie. Und es ist alles komplett anders und ich bin voll übermüdet, aber ich wollte diesen Geburtsbericht unbedingt endlich mal machen, denn so langsam kriegt sie so ihren Schlafrhythmus und auch wenn es jetzt echt nicht perfekt geworden ist und ich auch ein bisschen Angst habe, dass ich irgendwas vergessen habe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen generell habt, dann immer ab in die Kommentare damit. Was vielleicht einige nochmal interessieren würde, wie viel der ganze Spaß jetzt gekostet hat, also das hier sind meine Kosten und das hier sind ihre Kosten. Ihre waren etwas teurer vorher, aber mein Mann hat quasi so eine Art andere Versicherung angefragt und es wurde erheblich günstiger. Und das war, wie gesagt, jetzt vom 16.12., kurzer Kalendercheck, bis zum
26. Genau, am 26. kamen wir endlich raus. 2 Tage später eigentlich als geplant, aber wie gesagt, heute ist der 31.12. und wir können ins neue Jahr zusammen starten von zu Hause aus. Und an der Stelle vor allem ein großes Dankeschön an all die lieben Leute von Twitter. Ich habe so viele zuckersüße Nachrichten bekommen und es hat mich so aufgebaut und es war so toll, mit den Leuten zu schreiben, auch wenn ich nicht allen antworten konnte, weil es einfach so viele waren. Tausend Dank nochmal dafür. Es hat wirklich meinen Aufenthalt im Krankenhaus echt versüßt. Ich bin euch total dankbar dafür. So, jetzt wacht die Kleine bestimmt demnächst auf, denke ich mal, und hat Hunger. Deswegen werde ich mal alles vorbereiten. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn dem so ist. Falls ihr gerne up to date sein wollt, was so unser Familienalltag anbelangt, dann schaut doch gerne auf meinem Twitter-Account vorbei. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und gute Nacht. Ich sollte schlafen.